Ach so, vielleicht habe ich nicht an der richtigen Stelle geerntet oder so. Ich glaube, das kann ich höchstens recyceln, ne? Da waren ein paar Credits drin. Was mich ein bisschen stört, das kommt euch zugute, aber es gibt kein richtiges Schwarz in dem Spiel. Also da ist ein Filter immer drüber, dass es so graumeliert ist, ja. Es folgen die ersten Zeilen aus Camille Flammarions im Jahr 1894 veröffentlichtes Werk Omega, die letzten Tage der Erde. Im 25. Jahrhundert kollidiert ein Komet mit der Erde. Die Menschen müssen sich mit dem Ende der Welt abfinden und damit, was das eigentlich bedeutet. Kapitel 1. Ich glaube, das war auch. Gucken wir gleich, wenn ich ihn abnehmen darf. Ich glaube, ich nehme ihn jetzt aktuell nicht ab, ne? Die prachtvolle, von den Statuen berühmter Wissenschaftler und Philosophen gesäumte Marmorbrücke, die die Rue de Rennes mit der Rue de Louvre verbindet und der monumentalen Allee zum neuen Säuleneingang des Instituts besondere Geltung verleiht, war vor lauter Menschen völlig schwarz. Die Masse wogte wie ein Flut, die Kais entlang, schwappte auf einen Straßen hinaus und drängte sich in Richtung des Säulengangs, der schon lange zuvor von einem tumultartigen Gedränge heimgesucht wurde. Nicht einmal im barbarischen Zeitalter vor der Gründung der Vereinigten Staaten von Europa, als Macht stärker als das Recht war, als militärischer Despotismus die Welt beherrschte und die törichte Menschheit im unerbittlichen Griff des Krieges zitterte, niemals zuvor in der stürmischen Zeit großer Revolution oder in den fiebrigen Phasen, die üblicherweise eine Kriegserklärung begleiteten, hatten die Zufahrtswege zum Parlament oder dem Place de la Concorde, wie auch immer, ne? Oder Place, ein solches Spektakel erlebt. Dies war nicht mehr nur eine Bande von Fanatikern, die sich um eine Flagge scharten und in irgendeinen Kampf die Schwerter marschierten, gefolgt von einer Schar von Neugierigen und Müßiggängern, die gespannt warteten, was passieren würde. Dieses Mal handelt es sich um die gesamte Bevölkerung, die ängstlich, aufgewühlt und in Panik war und unterschiedslos aus jeder Gesellschaftsschicht stammte. Sie hing an der Entscheidung eines Orakels und wartete fieberhaft auf das Ergebnis der Berechnung, die ein berühmter Astronom am heutigen Montag um 15 Uhr in der Sitzung der Akademie der Wissenschaften verkünden würde. Das Institut hatte die ständigen Spannungen in Politik und Gesellschaft überlebt und seine Vormachtstellung in Wissenschaft, Literatur und Kunst in Europa behalten. Das Zentrum der Zivilisation hatte sich jedoch nach Westen verschoben und der Schwerpunkt des Fortschritts lag nun am Ufer des Lake Michigan in Nordamerika. Ups. Wie gesagt, den Helm nehme ich jetzt erstmal nicht ab, ne, aus Gründen. Hallo? Merkwürdig. Die Symbole sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine geheime UC-Anlage. Damit können wir uns die Items vor. Das ist gut. Ein bisschen hervorheben, ne? Wo ist das Vieh? Eieiei. Das ist mich ein bisschen erschreckert, das Ding.
Ein Auszug aus Lubov-Songs Roman Kettenbrechen über eine alternative Realität, in der Mars-Rover zu Bewusstsein und Autonomie gelangten, sich vervielfältigten und den Mars kolonialisierten, bevor die Menschen es konnten. Meinst du? Ja, ich glaube auch Sonntagsspiel, oder? Larissa lächelte einfach nur, die Maschine blinkte weiter und gab leise Töne von sich, während ihre Servos unschlüssig wirbelten. Doch Maschinenkommunikation war Larissas Stärke. Sie betätigte die Knöpfe an ihrer universellen Kommeinheit und die LEDs blinkten rasch als Antwort auf ihre Eingaben. Keine Sorge, signalisierte sie durch das Gerät, ich tue dir nichts, aber wenn wir aus dieser Höhle raus wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Larissa hätte nicht erwartet, dass ihr Tag so verlaufen würde, gefangen in einer alten Mine unter der Marsoberfläche mit einem verängstigten und womöglich gefährlichen Wartungsroboter. Ich glaube auch, nicht, dass ich mich dann selber verletze. Durch ihre Spionageausbildung war sie jedoch auf ähnliche Situationen vorbereitet. Die Maschine klickte und piepte als Antwort, ich vertraue dir. Es war keine direkte Übersetzung, so präzise die Binärsprache der Maschinen war, gab es doch viel Platz für Fehlinterpretationen. Die Bedeutung traf es jedoch gut genug. Der Roboter wirkte friedlich, seine leuchtende Blende erweiterte sich, um mehr Licht einzulassen und alle Informationen über sie aufzunehmen, die er erlangen konnte. Dann fuhr er eine seiner vielen Klammern in ihre Richtung aus, sie griff zu und mit einem sanften Ruck zog sie den kleinen Roboter aus dem Schutt hervor. Na bitte, so ist es schon viel besser, oder? Sie gab die Frage in ihre Kommeinheit ein. Wenn du mich jetzt aus diesem Tunnel führen könntest, kann ich von meinem Schiff aus Verstärkung für den Kampf deiner Maschinenkameraden gegen ihre Unterdrücker anfordern. Der Roboter schien verstehend zu nicken. Er begann, den Felsentunnel hinunterzufahren. Ab und zu hielt er an, damit Larissa aufholen konnte. Ich lese viel. Ja, das wird wahrscheinlich hier öfter vorkommen. Also Akkuschrauber haben sie in Massen, stelle ich fest. Genprobe ist immer sup. Immer sup. Super. Ich weiß nicht, was über die Bücher... Das wird schlimm, das Spiel. Ich muss mich doch ein bisschen kontrollieren. Credits. Digi-Dietrich. Gib mir mal den Digi-Dietrich. Da ist nichts drin. Wisst ihr, was hier ein Medkit und der heilt dich nicht mehr. Weil ich habe immer das Gefühl, dass wir dann was vergessen. Oder übersehen, wenn wir nicht genau hingucken. Die ersten paar Kapitel von Lars Nielsens Arbeit scheinen sich hauptsächlich auf die Verdauungssysteme außerirdischer Herbivore zu konzentrieren. Die Sektion von Dr. Lurts jüngsten Fund ergab, dass es sich bei der Kreatur um eine Weiterentwicklung des mikroskopisch kleinen hydrothermalen Wurms handelte. Genau wie es Dr. Lurts aufgrund der äußeren Erscheinung der Kreatur bereits vermutet hatte. Doch ihre Forschung deutete auch auf eine Spezies hin, die sich in verschiedene Phasen weiterentwickelte. Und dabei womöglich beträchtlich an Größe zulegen konnte. Es bleibt also die Frage, welche Version der Kreatur hat Dr. Lurts seziert und welche maximale Größe könnte sie noch erreichen. Folgende Abschnitte beschäftigen sich mit Nielsens Faszination für die Prädatoren einer namenlosen Welt. Okay. Hallo? Hallo. Also sage ich ihm nein. 100 Credits oder ich sag Systev. Wir haben den Code zur Asservatenkammer. Hat er gezahlt? Aber hallo, der hatte solche Angst, dass er noch 20 draufgelegt hat. Hat sich fast in die Hose gemacht. Okay. Wie kann ich mich dir eigentlich ducken? Achso. Geht's noch tiefer? Nee. Was zur Hölle ist hier los? Thank you.
Ist doch irgendwie eine sehr anstrengende Woche gewesen. Hab ich gesehen? Na toll, wer hat die Tür aufgemacht? Da ist jemand, oder? Ah ne, der liegt schon. Kümmere dich um den Captain. Was bist du hier? Nein! Da kommt da nichts raus. Doch, ich habe irgendwas bekommen direkt ins Inventar. Die posthumen Papiere des Pickwick Clubs. Der erste Lichtstrahl, der die Düsternis erhält und das Dunkel, das die früheren Tage der öffentlichen Laufbahn des legendären Pickwick zu umhüllen scheint, in gleißenden Glanz verwandelt, ging von der sorgfältigen Durchsicht der folgenden Einträge in den Sitzungsberichten des Pickwick-Clubs aus, die der Verleger besagter Papiere der Leserschaft mit größtem Vergnügen präsentierte. Namen nur mit. Als Beweis für die akribische Aufmerksamkeit, die rigorose Gewissenhaftigkeit und das scharfe Urteilsvermögen, mit denen er die Fülle verschiedenster Dokumente studiert hat. Das Erstlingswerk von Charles Dickens handelt von einem Mann, der eine Gesellschaft gründet, die das menschliche Leben durch das Reisen zu erforschen sucht. Der große Erfolg des Romans macht Dickens schlagartig berühmt und zu einer festen literarischen Größe. Okay. Ui. Antibiotika, die werden wir brauchen. Na toll. Oh Mann, das war der Wahnsinn. Typisch United Colonies. Steck was in den Käfig, wenn es nicht gilt. Und noch einmal. Hört ihr sich den Quatsch an? Was ist das? The Silence of the Sand. Okay. Ein Film. Laborkleidung. Ein bisschen Joghurt. Hier haben wir ein Safe. Fülle alle freien Schlitze, um das Schloss zu öffnen. Wähle einen Schlüssel, dann dreh ihn, bis er in die Lücken passt und lass ihn einrasten. Du kannst jeden Schlüssel nur einmal benutzen. Was? Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber es hat funktioniert. Irgendwas habe ich geschafft. Okay. Ich bin doch fast voll, oder? Naja, geht noch. So unbedingt. Munition. Was ist das? Computer.
Ach ja, ja. Ich kann es gar nicht glauben, ich habe die Stelle. Die Abteilung für Xenokriegsführung der United Colonies ist nun offiziell. Ich will gar nicht wissen, gegen wie viel Bürokratie sie beim Mast ankämpfen mussten, aber das war längst überfällig. Und ich bin von Anfang an dabei. Mein offizieller Titel wird Techniker für Xenobiologie lauten und ich fliege in 3 Tagen los. Amanda ist ziemlich sauer, aber ich habe ihr versichert, dass ich jede Menge Urlaub haben und ganz oft in New Atlantis sein werde. Ich weiß immer noch nicht genau, wohin es geht. Auf jeden Fall irgendwo in den Raum der United Colonies. Das erfahre ich dann wohl, wenn ich da bin und tot ist er. Kandidat 1. Wir haben heute unseren ersten extraterrestrischen Kandidaten erhalten, der eine Alienform der, was auch immer, Venusta zu sein schien. Also im Grunde genommen eine Riesenspinne. Michelsen wollte in kompletter Schutzmontur das neurale Steuerinterface anbringen. Unsere Security versucht noch immer, ihn aus dem Kokon zu befreien und wir hatten keine andere Wahl, als die Kreatur zu töten. Ein geringfügiger Rückschlag. Niemand von uns hatte einen erfolgreichen ersten Versuch erwartet. Ich habe gehört, wie Dr. Paulsen den anderen gesagt hat, dass eine Einheit von UC Marines nächsten Dienst, Donnerstag eine weitere Kreatur abliefern soll. Na toll. Ich bin mir nicht sicher, wie sie es geschafft haben, aber die UC Marines haben uns tatsächlich einen Ashtar gebracht. Es hat nichts damit zu tun, dass der Ashtar eine furchterregende Bestie und ein Predator ist. Beides sind für unsere Arbeit hier außergewöhnliche und wundervolle Eigenschaften. Es hat damit zu tun, dass der Ashtar auf dem Planeten Aquila im Cheyenne-System beheimatet ist. Aquila, auf dem sich Aquila City befindet, die Hauptstadt des Freestar Collective. Nicht schlecht, wenn eine Gruppe Sandlatscher einen Kandidaten direkt vor der Haustür des Feindes besorgt. Obwohl sich natürlich die Frage stellt, ob Wissenschaftler des Freestar Collective es geschafft haben, ihren größten natürlichen Predator als Waffe einzusetzen. Falls ja, hat sich unser Zeitplan gerade verändert. Fehlschlag. Jegliche Sorge, dass unsere Pendants beim Freestar Collective es geschafft haben, die Ashtar als Waffe einzusetzen, ist verflogen. Nach dem Michelsen-Debakel haben wir beschlossen, dass das NSI nur unter vollständiger Sedierung angebracht werden sollte, also war das kein Problem. Die Probleme begannen direkt danach. Der Ashtar war unglaublich widerstandsfähig gegen die Synchronisierung und wir konnten keine Kontrollgenauigkeit über 47% erreichen. Dr. Sheens Arm wurde beim ersten Test nach 5 Minuten fast abgerissen. Kurz gesagt, die Ashtar können ganz einfach nicht kontrolliert werden und wenn nicht von uns, dann ganz bestimmt auch nicht vom Freestar Collective. Dr. Paulsen steht mit Colonel Kasarov in Verbindung. Offenbar werden uns die Marines nächste Woche ein weiteres Exemplar bringen. Na toll. Noch mehr Enttäuschung. Neue Kreatur, neuer Fehlschlag. Die UC-Staublatscher tragen daran keine Schuld. Immerhin wollten wir einen Predator und sie haben ihn uns geliefert. Diese Dinger waren sowas von alienmäßig, dass Paulsens Probleme hatte, sich für eine Bezeichnung zu entscheiden. Er hat sie dann schließlich Reptans Veninum genannt. Schade, dass wir das NSI nicht richtig synchronisieren konnten. Die Biester hätten ein wahres Spektakel geboten, vor allem mit ihrem Gift. Heute Morgen haben die Marines doch ein paar Exemplare vorbeigebracht, vollkommen ungeplant. Wie man sie am besten umbeschreibt? Naja, es sind Arthropoden, das Alien-Äquivalent zum Homarus gammarus. Im Grunde genommen riesige Weltraumhummer. Sehr vielversprechend riesige Weltraumhummer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau die UC-Soldaten diese Testsubjekte gefunden haben, aber wahrscheinlich auf irgendeinen gottverlassenen Felsen. Nach dem 3. oder 4. erfolglosen Versuch habe ich aufgehört zu fragen. Keine dieser früheren Spezies konnte zuverlässig kontrolliert werden. Wie ich in meinen vorherigen Aufzeichnungen schon geschrieben habe, machte ihre natürliche Aggressivität sie zu effektiven Waffen. Allerdings bringt eine Kugel rein gar nichts, wenn die Waffe sich immer wieder von allein gegen den Schützen richtet. Aber diese neuen Kreaturen haben die perfekte Veranlagung, nicht aggressiv, sogar eher zahm und doch imstande, sich mit tödlicher Effizienz zu verteidigen, wenn sie bedroht werden. Und wenn sie erst einmal angreifen, sind sie absolut furchterregend. Dann werden wir mal sehen. Es geht los. Wir packen alles zusammen und verlegen den gesamten Betrieb. Es ist alles so schnell gegangen, dass sich mir der Kopf dreht. Die Arbeit mit den Arthropoden war derart erfolgreich, dass wir auf ihre Heimatwelt verlegt werden. Dort gibt es einen unendlichen Vorrat an Kreaturen für die Abteilung für Xenokriegsführung. Ich wurde zum leitenden Xenobiologen ernannt. Das bedeutet, dass ich die gesamte Einrichtung führe. Mein erster Gedanke war, es Amanda zu erzählen. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass sie nicht hier ist. Ich muss Michelsen ein Lob aussprechen. Er hat wirklich eine Lanze für mich gebrochen und den hohen Tieren beim Mast gesagt, dass die Abstimmung des neuralen Steuerinterfaces zur Kontrolle des Arthropoden meine Arbeit war. Ich schätze, Paulsen muss jetzt in den Ruhestand gehen. Auf Nimmerwiedersehen. Oh, 240 wert. Noch ein Spiel, auch so viel wert. Hantel. Ja, nein. Ist viel zu schwer. Kann man
Kann man diese Eggmonds auch wieder kaputt machen? Nee, falsche Richtung. Was es hier nicht alles gibt. Okay, das ist was zu essen. Brauchen wir nicht. Familienbrettspiel nehmen wir mit. Ist viel wert. Ich weiß gar nicht, wo wir es verkaufen können, den ganzen Kram. Und wo wir uns entladen können. Wahrscheinlich im Raumschiff. Wir sind fast voll. Ach, geht nicht rein. Ach so, wir nehmen das nur mit. Deshalb, ich verstehe. Stelle nach. Ich bin Level 2. Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet eine Herausforderung frei. Schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten. Ach, ich bin auch im Tutorial. Okay, in der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihen darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimalen Anzahl an Skillpunkten hast. Okay, wie viele Skillpunkte habe ich denn gerade? Ein Skillpunkt kann ich vergeben. Wohlbefinden, Gewicht heben, Fitnessboxen, Fitness. Die stehen 10% mehr Sauerstoff zur Verfügung. Schleichen. Schwerer zu entdecken beim Schleichen. Okay. Sozial, Handel. Gastro überzeugen. Überzeugen ist gut. Plündern und Dieb. Plündern. Dass du zusätzlich Credits findest. Das ist schon mal nicht schlecht. Laser, Ballistik, Laser. Okay. Forschung, Medizin. Regeneriert 10% zusätzliche Gesundheit. Forschung erhöhen, Analyse und Technologie, ballistische Waffensysteme, gut. Ich glaube aktuell... Machen wir ein bisschen mehr tragen. Es schadet nie mehr tragen. Und jetzt können wir statt 137, 145, siehst du? Ich glaube, der Feind ist nahe. Ach! Der Bot macht das schon. Papiertücher. Ja. Ich sehe nichts. Bitte lassen Sie sich nicht erschießen. Nein, ich probier's.
Da hinten ist ja auch noch einer. Naja, nicht vor mir stehen. Deutlich. Ha! Die Sprüche. Oder was? Hä? Nee, ist er nicht. Hä? Schmerzen soll schrecklich sein, aber ich spüre keinen. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier übersehen haben, alles. Was ist das? Gute Nacht, Catalina. Schlaf gut. Und danke fürs Reinschauen. Wir sind aber hier auf dem richtigen Weg, glaube ich, ne? Weiße Krams, wo man nicht weiß, ob man den braucht jemals oder nicht. Ich meine, sicherlich kann man hier irgendwann immer wieder zurückkommen, aber trotzdem. Okay, der regeneriert immer wieder Sauerstoff, wenn man sich zu schnell bewegt. Oh, muss man aufpassen.
Dank der US Marines haben wir nur das zweite Puzzleteil, einen voll ausgewachsenen Alpha-Predator. Laut meinen Recherchen stellt eine Gruppe Astrogeologen vor fast 100 Jahren den ersten Kontakt auf einem entlegenen Mond her. Die Kreatur schien nicht indigen zu sein und war allein. Es gibt derzeit keine Aufzeichnung darüber, wie sie dorthin gelangte, also war es reines Glück, dass die Astrogeologen sie fanden oder vielmehr die Kreatur sie fand. Die Wissenschaftler stuften sie rasch als Orchisio Marina ein, als Killermaschine. Die mit ihrer Terminierung beauftragten UC Marines fanden einen simpleren Namen, Terrormorph. Ich habe den Missionsbericht von damals gelesen, von 8 Soldaten überlebten nur 2, von denen einer ein Bein verlor. Aufregende Zeiten für die Xenokriegsführung. Heute bringen wir das NSI am Terrormorph an. Wenn es wieder so läuft wie zu dem Zeitpunkt, als die Soldaten ihn hier ablieferten, haben wir 15 Minuten, um ihn zu sedieren. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Ach, ich laufe mit zu viel Last? Oh. Ja, sonstiges ist es, glaube ich. Das sind... Aber ich habe das Artefakt Ether. Ich glaube, sonstiges brauche ich, ne? Nicht ausgerückt. Ah, wir haben Handgranaten. Ach, guck mal, wir haben ja noch eine normale Kleidung. Da waren wir eine Menge zu viel wahrscheinlich. Oh. Davon aber 2. Richtig? Aber wie kann ich denn hier einen abschalten? Ah, habe ich wahrscheinlich zu doll gedrückt. So, dann haben wir Waffen. Uiuiui. So, davon haben wir jetzt 8-mal diese Waffe, oder wie? Das kann natürlich auch noch ein Problem sein, weil die ja auch eine Masse hat. Ja. Sie geht ja nicht kaputt. Wir könnten aber eben halt hier... Menge, ja. So. Gut, das ist natürlich ein Problem. Ja. Man muss also bei den Waffen aufpassen. Man darf die nicht doppelt dreifach holen. Ja, noch richtig. Ich erfasse in der Nähe einen Tresor. Wir könnten seinen Inhalt nutzen, sofern sie Digi-Digi-Digi... Ey. Scheiße, ich muss diese dämliche Taste auf der Maus abschalten. Mann. Boah, wenn ich nämlich hier drauf drücke, passiert nämlich das. Ich muss das abschalten. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin hier. Achso, ich kann doch so.
eine Kartusche, Munition. Auch Munition und dann nochmal ein Messgerät. Häufig produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komponente für die Herstellung verwendet werden. Okay. Also brauchen wir das. Ui, was ist das? Ach, ein Besen, okay. Forschungskiste. Okay. Vielen Dank dafür. Oh, ich dachte, ich kann feuern. Die Frontier hat einen neuen Captain. Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Ja. Lügen, genau. Ich habe Barrett getötet. Sag also den Piraten, von sie dann Leine ziehen. Ich bin von der Constellation. Die Angriffe auf unser Schiff müssen wir aufhören. Genug geredet. Ich muss heute noch woanders hin. Was habt ihr überhaupt für ein Problem mit Barrett? Wir haben kein Problem mit Barrett. Wir wollen das Schiff. Die Frontier. Wenn du jetzt ihr Captain bist, sind wir wohl hinter dir her. Jetzt kriselt ja da. Jetzt nicht mehr. Ach komm hier, ich bin von der Constellation, Angriff auf unser Schiff muss aufhören. Oh nein, vielleicht hat dir das dein Kollege Barrett nicht gesagt, aber es kursieren ein paar Gerüchte um das Schiff. Dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Ach. Die Beute von 100 Planeten. Und sie wird uns gehören. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden. Aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Überzeugung, auf meinem Schiff gibt es keinen Schatz. Verschwindet, bevor noch mehr Leute verletzt werden. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Um eine Person zu überzeugen, musst du erfolgreiche Entscheidungen treffen. Dabei kannst du aus Schmeicheleien ablenken oder sogar Bedrohung wählen. Jede Wahl weist eine bestimmte Schwierigkeit auf. Je höher diese ist, desto eher scheiterst du, aber desto mehr Punkte erhältst du bei einem Erfolg. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Entscheidungen, scheiterst jedoch nie, wenn deine letzte erfolgreich war. Ihr irrt euch, die Constellation ist ein Entdeckertrupp, das sind keine Schatzjäger. Ich nehme mal die drei. Würdest du das Schiff aufgeben? Einfach so? Denk einen Moment an alles, was du schon verloren hast. Du willst doch nicht noch mehr verlieren. Ja? Die Sache kostet langsam mehr, als mir lieb ist. Ich fasse es nicht. Kein Schatz. Wir haben dieses alte Constellation-Schiff völlig umsonst verfolgt. Ja. Hau ab, nimm deinen Roboter und dein Schiff und verschwinde. Wenn ich euch noch einmal sehe, bist du tot. Jetzt sollten wir ohne Behinderung durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation reisen können. Bin ich gespeichert, ja. Wo ist er denn? Da.
Gott, wie viele Leute kommen jetzt auf einmal hier? Ist er jetzt tot oder was? Ah, ich verstehe. Sie wollen uns töten und unseren Gewinn rauben. Ja, wo ist der Boss jetzt? Ach, da ist ihr Schiff. Kann man das überfallen? Da war jetzt in und... Aber wo ist der Boss? Oder ist der runtergefallen? Oh, jetzt hauen sie ab. Helium 3 gemacht hat. Oh, das ist... Oh. Ich glaube, das hätte ich gar nicht benutzen sollen, oder? Okay. War ein Test. War wirklich ein Test. Ungelogen. Ich mogel mich doch nicht an dem Typen vorbei, um den dann nachher ins auszuwischen. Nee. War ein Test. Okay. Achso, also schnell zu dem Schiff, drücke F, um den Scanner zu öffnen. Achso, und dann Oberflächenkarte nehme ich mal stark an. So, wir haben nämlich hier noch ein paar Orte. Hier auch. Erstmal müssen wir den ganzen Krams in unserem Inventar loswerden. Captain, um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha Centauri-System springen. Und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. So, das ist, nee, das war die Navigationskonsole, das nicht. Das da war's, ne? Das ist die Forschungsstation und, das war nichts weiter. Wir können ja auch nichts anderes machen. So, wir schauen mal, was war theoretisch Fertigung. Schwerelos Draht, nee. Leistungsboost. Argon, Material verfügbar. Aluminium haben wir schon mal. Können wir reinpacken, ne? Ist das auch Gewicht? Ich weiß es gar nicht. Zumindest können wir das schon mal vorbereiten. Okay. Okay. Guck mal. Ist nicht mehr viel, was fehlt. Das ist blockiert. Dekoration. Nee, Dekoration brauchen wir erstmal nicht. Roboter, was macht der? Irgendwas. Vielleicht sollten wir hier noch Helmmods. Mal Wolfram haben wir auch. Polymere haben wir leider keine. Oh, schade. Ist noch blockiert. Laufmods. So. Guck mal, wir haben sogar eins fertig hier.
Ist das jetzt erledigt, oder? Ich glaube schon, ne? Forschungslaufmod 2. Ich glaube, dafür sammeln wir auch die Ressourcen letztendlich, ne? Kolbenmod. Optik. Und wir haben sogar noch... Super, ey, das klappt ja. Das heißt, wir sind jetzt schon mal gut bei. Hier sind wir gut bei. Passt. Aber jetzt müssen wir trotzdem irgendwie noch den Krams... Haben wir irgendwie noch eine Kiste oder so? Das wäre ganz praktisch. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst noch die Masse um mich rum hier, ne? 130. Hier muss doch noch sowas wie eine Kiste oder so rumschangeln. So, oben geht's raus. Ne, das geht raus. Ach, das Klo, okay. Oh. Na, hallo auch, ihr lustigen Piraten. Habt ihr es also endlich geschafft? Mein Schiff geentert, meinen Bot geschrottet und mir die schönen braunen Augen aus dem Engelsgesicht gerissen. Und dann, habt ihr gemerkt? Der Typ, den ihr für einen Schatzjäger gehalten habt, hat gar keinen Schatz. Nicht mehr. Kann schon sein, dass ich ein, zwei Wertgegenstände hatte, als ich euch Losern bei Komasi entwischt bin. Aber ich musste tanken. Ihr kriegt also rein gar nichts. Nur meinen Geist. Ich werde euch nämlich bis ans Ende eurer Tage heimsuchen. Wie lange dauert das bei einem Crimson Fleet Piraten etwa? Eine Woche? So. Bleiben wir trotzdem bei einem Problem. Wie viel und wo kann ich lagern? Spind des Kapitäns. Kann ich hier irgendwas Inventar? Unser neuer Helm. Den tragen wir gleich. Können wir den... Ja, können wir ausrüsten. Sehr gut. Das ist der erforschte Helm, den wir haben. Guck mal, da haben wir nämlich hier auch Klamotten, die alle auch ein bisschen Gewicht haben. Was heißt das SR hier eigentlich? Steht das irgendwo? Die 10? SR 10? Ich habe keine Ahnung. Ah, es ist wahrscheinlich wegen Schutz, ne? Aber das hat doch bestimmt keine 15. Boah, dann geht die Sachen gleich unter hier. Werfbare Items ist klar, Munition. Erste Hilfe ist alles, was wir irgendwie, ne? Die ganzen Sachen, die war auch cool. Die Bücher haben wir dabei. Ah, guck auch hier. Argon und so weiter. Ist alles mit Masse hier mit bei. Das müssen wir sowieso abgeben. Ich verstehe. So, und die ganzen schweren Sachen, können wir die hier sortieren? Nee, leider nicht, ne? Doch, warte mal, sortieren. Nach. Das ist nach Wert. Ah, nach sortieren nach Gewicht. Guck mal, die Sachen. Oder machen wir nochmal nach Wert. Und lagern die hier nämlich ein. Es kann nicht mehr genau. Es gibt Limits in den Lagerflächen. Schleudersitz. Es gibt Limits in den Lagerflächen. So, dann sollen wir. Zum neuen Ziel. Was anderes haben wir nicht erkundet, ne? Können wir scannen oder so? Oberflächenkarte.
Wir können nicht dort, was den Ort noch nicht entdeckt. Das heißt, ich kann mich dort auch nicht hinbewegen. Ah, schade. So, Mission. Ein kleiner Schritt. Drücke R. Ach so, Kurs festlegen. Weil wir das ausgewählt haben, genau. Das führe einen Grafsprung aus. R. Wähle im unteren Abschnitt Mission. Oh, das wird... Ah ne, wir können gleich schon springen. Treibstoffverbrauch. Oh, wie kriegen wir den Treibstoff? Das wird spannend. Das wird sehr spannend. Wir sind schon gesprungen, wie es aussieht. Raumschiff Frontier. Hier spricht die United Colony Security. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Keine Schmuggelware entdeckt. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Wie sehen denn die Raumschiffe aus? Ah, okay. Das jetzt hier. Ich habe keinen Plan mehr. Achso, M wie Karte. Wir sollen nach New Atlantis. Hier ist noch ein ziviler Außenposten, aber wir gehen erstmal hier hin. Landen. Achso, gedrückt halten. Obwohl New Atlantis als wohlhabende Stadt gilt, gibt es dort auch Distrikte, in denen weniger begünstigte Leute leben. Deren Existenz wird allerdings sorgfältig vertuscht. Das geht.